Für alle Leute, die übrigens auf ihre Antwort von der Fanpost warten. Ich vergesse immer, dass ich das ja auch abholen muss. Es ist 10 Tage nach Silvester und ich habe das Gefühl, ich bekomme mein Leben langsam wieder in den Griff. Okay, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Video. Es ist soweit, eure Kommentare wurden erhört. Und ich widme mich jetzt der Mädchen-WG auf Mallorca. Was? Nein. In Italien. Für alle, die neu sind und absolut keine Ahnung haben, was ich hier mache. Die Mädchen-WG ist eine Serie von ZDF und Kika, wobei Mädchen im Alter von 13 und 14 nach Italien geschickt werden für 4 Wochen in eine Villa ohne ihre Eltern. Und ich bin ihre Gastgeberin, ich kommentiere das. Dann würde ich sagen, wir reden aber nicht weiterhin rum und fangen direkt an mit dem Intro. Wie alt ist die Sängerin? 13? Komm mit, denn heute fängt das Leben an. Woo! Komm mit, wir warten nicht bis irgendwann. Oh wow, wow, dieser Reim. Wir warten nicht bis irgendwann. Das bin ich auf Fotos, wenn es heißt, lach mal bitte. Komm mit, denn heute fängt das Leben an. Ja, die kenne ich! Das ist nicht ein bisschen asozial, die ganze Zeit so Schweine hinter die zu stecken? Hey, ich mach gerade ein Selfie, hey, stecken wir ein Schwein hinter die, es passt ja irgendwie so zusammen. Wow. Minerva am Gardasee in Italien. Oh, Gardasee, das ist ja mal was ganz was Neues, hab ich noch nie gehört. Ja, keine Ahnung, Gardasee hat gut funktioniert, gehen wir nochmal zum Gardasee. Und zwar ganz ohne ihre Eltern. Aha. Diese Einrichtung. Hört doch mal auf, das immer so bunt einzurichten. Die sind doch keine 5 mehr. Auf jeden Fall ist die erste in Italien angekommen, und zwar Luna. Packt da jetzt hier ein LKW vor der Tür oder was ist hier los? Luna. Oh, es ist so schön hier. Oh, es ist so schön hier. Ja, die Freude wurde direkt genommen und in ihr Gesicht gesteckt. Welcher Praktikant sucht denn so ein Bild raus? Aber kommen wir zu Lunas Home Story. Ich freue mich total, wenn ich jetzt in die Mädchen-WG halt komme, weil da ist bestimmt alles voll cool eingerichtet. So. Nein. Halt mädchenmäßig so Princess Hub vielleicht. Ja, okay. So, und das ist mein provisorisches Musikstudio. Provisorisches! Ich will auch ein provisorisches Musikstudio. Obwohl ich eigentlich auch nur Gitarre spielen kann. Wir sind eine italienische Familie und das ist total cool, denn ich kann auch italienisch sprechen. Dann bekommen wir ja überhaupt gar nicht mit, wie kacke Englisch die können, Mann. Das ist ja voll langweilig. Ich will wieder so einen Look haben. What's up? All fit in your head. Den wichtigsten italienischen Satz, den ich den Mädchen beibringen würde, ti voglio bene. Das heißt, ich hab dich lieb. In einer Woche hassen sie sich alle, ich wette mit euch. Ich stelle mir vor, die Zeit wird wundervoll. Eine Zeit, die ich auf jeden Fall nicht vergessen werde. Oh ja, dafür werde ich sorgen. Klingt das jetzt hart? Aber kommen wir zur zweiten Mitbewohnerin. Natalie. Oh, es ist so schön warm. Oh, es ist so schön warm. Mal wieder die Freude genommen und in ihr Gesicht gesteckt. Welcher Praktikant war das? Meine Freundin ist Italienerin. Freundin. Und ich habe so ein paar Blätter von ihr ausgedrückt bekommen mit irgendwelchen Sätzen. Oh, Mädchen sind immer so gut vorbereitet. Das ist richtig langweilig. Jungs sind so Zahnbürste Deo, ich gehe jetzt nach Italien. Au revoir. Guten Tag, buen giorno. Okay, ich nehme es zurück. Hund. Es hat geklingelt, sorry. Okay, ich habe ein Päckchen von meinem Management bekommen. Scheiße. Scheiße. Wer hat das denn zugemacht? Ich mach das jetzt von der anderen Seite auf. Hallo Annika! Erinnerst du dich noch an das geile FC Bayern München Trikot vom letzten Mal, welches ich dir spendabel verschenkt hatte? Ach, das ist Fanpost? Vielen herzlichen Dank für die signierte Autogrammkarte und ein paar Sticker von dir. Liebe Grüße aus dem Saarland und okay, tschüss. Okay, jetzt bin ich aber gespannt. Oh Gott, ihr seid doch alle verrückt. Okay, machen wir weiter. Man kann mir übrigens keine Pakete schicken. Es wurde nur weitergeleitet. Piacere di conoscerti. Und dann treffen Luna und Natalie aufeinander. Hi. Hi. Machst du auch mit bei der Mädchen-WG? Ja. Ich auch. Hallo. Ich bin Luna. Ja. Hi. Hi, wie geht's? Gut, und dir? Ja, gut. Ja, und genau da wäre schon Ende bei mir mit Smalltalk. Und wie geht's dir? Gut. Okay, tschüss. Die dritte WG-Bewohnerin ist Kaya. Wow, okay. Wow, das sieht voll geil aus. Okay, da ist die Freude schon etwas größer. Mal sehen, ob das bei ihrem Standbild auch so aussieht.
Ja! Jetzt hat er Azubi übernommen. Aber kommen wir zu ihrer Homestory. Hi, ich bin Kai, ich bin 14 Jahre alt. 14?! Die sieht mit 14 älter aus als ich mit 20! Das kann doch nicht sein! Das Tolle am Tanzen ist einfach wirklich, dass ich sozusagen alles rauslassen kann. So, wenn ich schlecht drauf bin, wenn ich gut drauf bin, egal in welcher Emotion ich bin. Ich setze das einfach meistens ins Tanzen um und tanze mir sozusagen die Seele aus dem Leib. Ich schreie. Ab und zu. Zur Musik oder so. Ein Fehler ist aufgetreten. Versuche es noch einmal, wenn du bereit bist. Und ganz nebenbei schmeißt du den Massenreif in ihn. Und alle meine Freunde finden, dass ich leiser bin. Fragen, ob ich glücklich bin, weil ich leiser bin. Leiser, seit ich bei dir bin. Mit meiner Freundin... Am liebsten fotografieren wir zusammen. Bisschen mehr auf Model machen. Achso, danke für den Tipp, na klar. Bisschen mehr auf hübsch machen oder so. Und dann sagt ihre Modelfreundin auch noch, warum Kaya denn so super in die WG passt. Weil sie super lustig ist und alle finden sie total sympathisch. Natürlich auch ich. Sicher? Natürlich auch ich. Gerade, dass sie sich nicht übergibt für Lügen. Das ist Spaß, okay, das kann ja sein. Das kann ja sein. Und dann geht Kaya ihren Koffer packen mit ihrer Mama. Fotokamera, das wolltest du auch mitnehmen. Da kommt der wahre Social-Media-Blogger raus. In der Mädchen-WG freue ich mich am meisten darauf, dass ich so lange Zeit alleine bin mit anderen Mädchen. Okay, Annika, stopp mal. Nicht alle sind gay. Oh mein Gott. I'm sorry. Wow. Ich habe sowas auch davor noch nie gesehen. Welcher Praktikant hat sich denn den Interviewbereich ausgedacht? Können die das Bild vielleicht noch mehr neigen, dass man die Gesichter vielleicht nur noch so zu 1% sieht? What the fuck? Sorry, Kika. Aber nein, da wird einem ja schlecht. Da wird mir wirklich schlecht beim Hingucken. Aber weil das halt so eine komische Perspektive... What the fuck? Ich glaube, ich bin die Einzige, der sowas auffällt. 12-jährige Kinder denken sich so, oh, Kaya ist so hübsch. Oh Mann. Wie geht's? Gut. Und euch? Ja, auch gut. Mir ist aber mega warm. Ja, ist so heiß hier. Auch. Und da wäre bei mir schon wieder Ende. Okay, tschüss. Die drei Mädels machen sich dann auch auf den Weg, die Villa zu begutachten. Ihr habt Schweine! Okay, das erklärt die Schweine im Intro. Hey, du hast einen Kumpel bekommen. Okay. Ich esse ja auch überhaupt kein Schweinefleisch. Ich auch nicht. Ich bin jetzt Vegetarierin. Nein, es geht nicht los mit der Phase, in der ich jedem sagen muss, dass ich kein Fleisch mehr esse. Nein. Nein. Und jetzt wird's spannend. Jetzt sehen die Mädchen zum ersten Mal die Einrichtung. Oh mein Gott, das sieht so cool aus. Nein. Die ganzen bunten Sachen vor allem gesehen hat, was so schön ist, weil es einfach so toll eingerichtet ist. Ich glaube, ich bin zu wenig Mädchen dafür. Und dann entdecken die Mädels noch zwei weitere Fotos an der Wand, weil es sind ja eigentlich immer fünf Mädchen. Guck mal, die sind voll hübsch, die beiden. Die sind mega hübsch. Was glaubt ihr, wieso die jetzt nicht hier sind? Sechs! Ja, gut. Wollte ich das nicht erst wieder nur für ein Video machen? Meine Theorie hat sich leider nicht bestätigt. Leider. Und zwar hängt Julina am Flughafen fest, weil der Flug Verspätung hat. Ja, dann lerne ich sie halt später kennen. Julina 13 ist mehr glücklich darüber, dass sie gerade eben am Flughafen rumhängen muss und absolut zu spät kommt als Luna, wenn sie schon in Italien ist und es doch so schön hier ist. Aber kommen wir zu Julinas Homestory. Ich turne jetzt schon seit meinem 5. Lebensjahr. Ich glaube, ich konnte mit 5 noch nicht mal gehen. Okay, das wäre bitter, aber what? Wieso kann ich nie sowas? Zu Hause bei Julina angekommen, zählt sie erstmal ihre Nagel. Lecke, Lacke, Lecke. 115, sag ich mal. Wow, ich dachte, ich hätte weniger. Mir fällt auf, ich habe hier noch mehr. Okay. Ich würde sagen, wir runden mal auf 120 und gehen davon aus, dass ein Nagellack, ich weiß nicht, ich habe noch nie in meinem Leben richtig Nagellack gekauft. Machen wir 320 kostet. Dann hat sie in ihrem Leben schon ungefähr 384 Euro für Nagellack ausgegeben. Davon könnte man sich so viel Essen kaufen. Ich mache demnächst mal eine Verlosung, wo ich alles Unnötige in meinem Zimmer verlose. Gebt mal diesem Video einen Daumen hoch, wenn ihr das haben wollt. Ich will eigentlich nur Daumen hoch haben. Ich bin so einer von diesen scheiß YouTubern, die nachher... Und auch Julina muss ihren Koffer packen. Hat sie da ein Bild von sich selbst im Zimmer hängen? Wer macht denn sowas? Kann ich ja gar nicht verstehen. Fuck. Meine kleine Katze, die Bella, die ist erst 8 Wochen alt und die werde ich auf jeden Fall sehr vermissen. Dafür hast du ja jetzt Schweine.
Nice! Serena kommt auch verspätet in die Villa an und ist trotzdem glücklicher als alle drei anderen zusammen. Ich bin Serena, 13 Jahre alt, komme aus Heimatdingen und spiele für mein Leben gern Basketball. Wieso machen die alle so viel Sport? Ich war früher mal für 2 Wochen lang im Leichtathletik angemeldet, dann hatte ich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich wäre bei der Mädchen-WG einfach aus dem Grund nicht angenommen worden, weil ich erstens awkward bin, was der Umgang mit anderen Menschen angeht und zweitens habe ich halt einfach kein Hobby. Es bleibt aber nicht beim Hobby Basketball, sondern sie hat halt auch noch gerne, tut sie Theater spielen. Also ich spiele ja die Militanta. Sie ist schon schwer, sie zu spielen, weil sie ist immer böse und muss immer ernst bleiben. Ja, damit hätte ich kein Problem. Nachdem Serena dann auch in der Villa angekommen ist, muss sie erstmal sagen, wie toll sie die Villa eigentlich findet. So schön ist, ich habe noch nie in sowas Schönem gelebt. Also ich schon. In mir! Boah, okay, mir wird schlecht, Alter. Woo! Der war vielleicht ein bisschen too much, der Bild. Oh, mein Bauch. Schweinchennamen abgehackt, jetzt müssen nur noch die Zimmer eingeteilt werden. Vor allem war das eine Zimmer ist pink, das andere ist orange. Pink mag ich richtig doll, orange mag ich gar nicht. Kaya, willst du mal vorbeikommen? Dann springen sie in den Pool und es gibt WG-Post. Okay, Leute, haltet euch fest. Jetzt kommen die 500 Euro. Während ihrer Zeit in der WG erhalten die Mädchen so wichtige Infos. Geil! Oh, oh mein geil. Gott! Ciao, liebe Mädchen-WG, herzlich willkommen. Das ist die erste WG, die sich nicht so hardcore über diese 500 Euro freut. 500 Euro in die WG. Oh. Wow! Die haben ihre Freude auf jeden Fall im Griff, ich merke schon. Da viele von euch musikalisch sind, ja ich nicht, habt ihr eine ganz besondere Aufgabe. Gründet eine WG-Band. Ist das nicht ein bisschen asozial? Also Sabine, wir haben jetzt 4 Mädchen, die musikalisch sind, eine nicht. Was machen wir am besten? Ja, keine Ahnung, lass eine WG-Band gründen und die andere kann halt währenddessen dann kochen oder so. Tut mir leid. I'm sorry, Natalie. Du hast mein Mitgefühl. Nach dem Abendessen haben sie auch eine Liste erstellt und teilen ein, wer abspült und wer nicht. Oh mein Gott, Mädchen sind so organisiert. Das ist richtig langweilig. Und Kaya hat halt gerade eben den Job bekommen, die Schweinchen sauber zu machen oder so einzufangen. Keine Ahnung. Baby, Baby, Schwein, hab keine Angst. Swag. Boah, verstehe ich auch gar nicht, warum das Schwein wegrennt so, ne? Baby, Baby, Schwein, hab keine Angst. Swag. Na, komm her. Na, komm her, Swag. Ist das vielleicht ihr Trinkwasser, wo die reinkacken? Also muss ich sich schon vorstellen, man würde ein Glas Wasser haben und kackt dann da rein. Na, Leute, nein! Nein! Ich mach sowas nicht. Okay, Disclaimer, es war Nutella. Nicht, dass sich jetzt irgendwie ein paar Leute übergeben haben oder so. Wow, was mache ich hier eigentlich? Gut, das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Mädchen-WG. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann gebt mir noch einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann tut's mir leid. Hier könnt ihr auf jeden Fall noch ein anderes Video von mir angucken. Und wenn ihr mich abonniert, dann sehen wir uns im nächsten Video. Okay, tschüss.